Nach den von Gewalt überschatteten Wahlen in Mexiko am Sonntag haben die Medien und die Regierungspartei Claudia Sheinbaum zur Siegerin der mexikanischen Präsidentschaftswahlen und damit zur ersten Präsidentin des Landes erklärt. Unter anderem der Vorsitzende der Regierungspartei Morena, Mario Delgado, sagte vor Anhängern in Mexiko-Stadt, Sheinbaum habe mit einem, Zitat, sehr großen Vorsprung gewonnen. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Neben dem Präsidentenamt werden auch der Kongress, die Regierungen mehrerer Bundesstaaten sowie mehr als 20.000 öffentliche Ämter neu besetzt. Sheinbaums Gegenkandidatin auf Seiten des rechtsgerichteten Oppositionsbündnisses ist die indigene Unternehmerin Galvez. Galvez hat eine Niederlage noch nicht eingestanden und ihre Anhänger aufgefordert, sich bis zur Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses zu gedulden. Die vorläufigen Ergebnisse werden im Laufe des Montags erwartet. Sowohl der Wahlkampf als auch die Stimmabgabe waren von gewaltsamen Zwischenfällen geprägt. 38 Kandidaten wurden im Wahlkampf getötet. Die Gewaltverbrechen haben Befürchtungen über eine Bedrohung der Demokratie durch rivalisierende Drogenkartelle genährt.